Und nun, meine Damen und Herren, der Main Event. Eine Karriere geht zu Ende, eine Legende nimmt Abschied. Es ist der allerletzte Kampf von Mr. Fit Finlay. Und es ist ein Irish Street Fight Tag Team Match. Das heißt, den Sieg in diesem Kampf erlangt man durch Aufgabe, K.O. oder Pinfall. Das Ganze ist in der ganzen Halle möglich. Es gibt keine Disqualifikation. Alles ist erlaubt. Auf den Weg zum Ring. Crusher, es war 1992,
Mein Vater nahm mich damals zum ersten Mal mit zum Schützenplatz. Und da sah ich diesen Mann mit langen Haaren, Schnäuzer, diesen Terrier aus Nordirland. Ich fragte mich, wer ist das? Ich las die Ankündigung, er wird in einem Chain-Match antreten. Ich war 9 Jahre alt, ich durfte nicht hin. Seitdem habe ich seine Karriere verfolgt und gewusst, Pit Finlay ist einer der härtesten Hunde überhaupt, die je zwischen die Seile gestiegen sind. Das sind meine frühen Erinnerungen, wie ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, den Belfast Bruiser. Woran denkst du als erstes, wenn du heute zurückblickst auf diese große, lange Karriere? Dass ich seit 1986 ein großer Fan dieser besten Sportart der Welt bin. Und dass ich auch damals absolut gefangen war von dieser Magie, dieser Ire ausstrahlt. Und ich habe ihn gesehen, genau in diesem Chain-Match gegen einen Engländer damals. Und es war sensationell. Ich war geschockt, dass es so etwas gibt. Und all die Leute, die sagen, dass Wrestling nicht das ist, was es wirklich ist. All diese Leute, die sollten eine Minute im Ring verbringen mit Finlay und sie würden niemals wieder Ähnliches von sich geben. Finlay is as real as it gets. Damals war ich 16 Jahre alt. Und wenn mir damals einer gesagt hätte, dass ich den letzten Kampf von Finlay live kommentieren werde, ich hätte gesagt, Zwangsjacke einliefern, weg mit demjenigen. Und heute ist es so. Und TV, ich kann dir nur eins sagen, ich bin stolz. Kein Spaß, Crusher. Wenn ich deinen Worten so lausche, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Es ist wirklich ein sehr bewegender Moment. Für einen Streetfight bisher noch alles im Rahmen, alles im Ring. Und gib mir ein paar Einblicke. Du kennst Finlay ja auch schon länger, auch persönlich. Warum Hannover? Was bedeutet ihm diese Stadt, dass er sich tatsächlich dafür entschieden hat, nicht in seiner Heimat sein letztes Match zu bestreiten? Nicht irgendwo bei einer, in Anführungsstrichen, großen, im Fernsehen vertretenen Promotion, sondern hier. Weil all diese Ligen nicht 60 Tage am Stück oder länger an einem Ort täglich aufgetreten sind, Veranstaltungen abgehalten haben. Das war hier in Hannover und in keiner anderen Stadt. Und Finlay ist ein Mann, der so etwas nicht vergisst. Und genau aus diesem Grunde sind wir heute hier und können diesem letzten Match von Finlay beiwohnen. Der Himmel, ich bin heute Morgen aufgestanden, der Himmel ist dunkelgrau in Hannover. Ich habe gedacht, ich bin in Finnland. Die Sonne ist nicht wirklich aufgegangen, es war eigentlich den ganzen Tag dunkel. Die ganze Stadt ist von einer 2 cm dicken Eisschicht eingehüllt worden von einem Eisregen letzte Nacht. Der Weltuntergang hat nicht stattgefunden und ich sage dir eins, all das nur, weil Finlay hier heute in Hannover sein letztes Match bestreitet. Selbst die Naturgewalten haben sich hinten angestellt, Timmy. Sogar ein T-Shirt konnte man beim Merchandise-Stand heute erwerben hier im Hangar Nummer 5, auf dem in 3 Worten zusammengefasst ist, was alle hier denken. Thank you, Finlay. Dem ist nichts hinzuzufügen. So, jetzt hier der 19-Jährige. Finlay Junior im Ring. Mit diesen 3 Legenden des Professional Wrestling im Ring. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie dieser junge Mann sich jetzt fühlt. Es ist erst 2 Matches her, dass Dirty Dan Collins seinen Intercontinental-Title verloren hat. Denkst du, diese Niederlage steckt ihn noch in den Knochen? Kann er überhaupt die Leistung bringen, die er gerne bringen würde? Vor allen Dingen gegen einen Belfast Bruiser, gegen einen Pit Finlay, aufgestachelt wie noch nie zuvor in seiner Karriere? Wenn es einer kann, dann ist es Dirty Dan Collins.
Reverse Atomic Drop und hinaus geht es mit Dan Collins. Und Finlay geht hinterher und es wird nicht angezählt. Jetzt sind die Securities gefragt, die Referees. Sie müssen hier die Situation unter Kontrolle behalten, es ist nicht leicht. Wildcat Brookside bearbeitet jetzt Finlay. Versucht das Polster von der Ringecke zu lösen. Alles ist erlaubt, TV, alles ist erlaubt. Wer weiß, vielleicht wird sich das Matchgeschehen in Finlays letzten Match sogar zu uns, zum Kommentatorenpult verlagern. Alles ist möglich. Vielleicht auch auf die Straße. Vielleicht auch in den Maschsee. Möglicherweise enden wir sogar in einem Irish Pub. Finlay Junior greift Brookside an. Vielleicht setzt das ungeahnte Energien frei, wenn Vater und Sohn Schulter an Schulter kämpfen, TV. Finlay geht mit dem Stuhl zur Sache. Die Sportlichkeit wurde jetzt hier gerade der Halle verwiesen. Eins, zwei. Two count. Und Hannover steht wie eine Wand hinter Finlay. Doch das war nicht immer so, Crusher. Natürlich nicht. Über 10 Jahre war er einer der meisten, er war der meistgehasste Wrestler hier auf hannoverschem Boden. Nicht nur in Hannover, auch in den anderen Städten wie Bremen, wie Wien. European Uppercut. Aber es ist sein letztes Match, TV. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz, es ist vorbei. Aber noch ist dieses Match nicht vorbei. Und es wird Finlay ein absolutes Anliegen sein, hier heute dieses Match zu gewinnen mit seinem Sohn an seiner Seite. Ob die beiden eine Chance haben, keiner weiß es. Jetzt antwortet Finlay Junior. Aber der alte Hase, Robbie Brookside, kennt alle Tricks. Und was außerordentlich wichtig ist, ist die Tatsache, die du gerade angesprochen hast, dass er über viele, viele Jahre so verhasst war hier, Finlay. Und natürlich hat er diese Energien immer noch in sich, diese dunkle Seite. Und auch wenn die Fans ihn jetzt hier lieben, er kann natürlich nach wie vor in diese Kiste greifen. Eins, zwei. Und genauso kämpfen wie zu der Zeit, als er absolut verhasst war hier. Und getreu dem Motto, es ist besser nach dem Essen zu suchen, als nach dem Appetit.
zu kämpfen. Denn dies war sein Lebensmotto, sein Lebensstil. Aber er hat sich vielleicht die denkbar schlechtesten Gegner dafür ausgesucht. In Wildcat Robbie Brookside und Dirty Dan Collins. Was macht Finlay jetzt? 1, 2. Two count. Tisch? Ein Tisch? Timmy, ist das ein Tisch? Finlay hat einen Tisch in der Ecke platziert und schmeißt Dan Collins hinein. Double Team Action der Finlay. 1, 2. Two count. Wieder nur bis 2. Dieser in der Ecke stehende Tisch birgt jetzt natürlich eine gewisse Gefahr in sich. Finlay schon wieder draußen. Finlay Junior zurück im Ring. European Uppercuts gegen Dirty Dan Collins. Doch der wehrt sich mit Kicks. Ein Uppercut schickt den jungen Finlay zu Boden. Collins hebt ihn hinauf und verpasst ihm die Snake Eyes in der Ringecke. Und jetzt muss Finlay Jr. die harte Schule lernen, mit dem Schädel in den Tisch. Collins hat Finlay Senior im absoluten, ich befehle die Worte, im Griff, im unter Kontrolle, im, zwischen den Beinen. Setz jetzt hier nach mit dem linken Bein direkt zum Nacken. Schockierte Gesichter hier im Publikum. Reversal. Und ein hoher Backbody-Drop. Clothesline und Dan Collins ist draußen. Und auch Finlay wird des Ringes verwiesen. Finlay Junior wird in den Ring zurückgeschmissen. Uppercut, jetzt ist auch Collins wieder da. Zahlenmäßiger Vorteil für die Engländer. Und synchrone Attacken der Nordiren. Oh! Piper! Tombstone Piper, der Celtic Cross! Und hier sind die Sieger im Irish Street Fighting.
Martin Porter, sein Vater in seinem allerletzten Kampf. The Welcome Bruiser, Mr. Finlay. Die große Karriere eines großen Mannes geht zu Ende. Tivi, ich hab Gänsehaut. Ich glaube, ich brauchte nie so dringend ein kühles Bier wie jetzt. Thank you.
Finlay!